Der kleinste Rechner der Welt. 001. Ein Wagenheber. 6 Wagenheber. Ein Abschlepper. Ein Kipper. Ein Abroller. Wenn einer mal wirklich die Hosen anhat und andere übers Wasser laufen. Wenn wir mal wieder richtig durchdrehen. Wenn Unmögliches möglich wird, dann ist es Wetten, dass live aus Bremen, nächsten Samstag, 20.15 Uhr im ZDF. Willkommen bei Carmen Nebel, live aus Essen. Deutschland hat gewählt und wir koalieren mit diesen Superstars. Willkommen Max Rabe, Malte Kelly, Beatrice Egli, dem Lido de Paris, Lou Bega und dem Walzerkönig André Rieu. Lady der deutschen Fernsehunterhaltung. Hier ist Carmen Nebel. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend live aus Essen. Gut haben Sie das gemacht. Ja. Da fühle ich mich gleich wohl. Wie schön, dass Sie alle da sind, dass Sie alle den Abend mit uns verbringen wollen. Prima. Und schön auch, dass Sie zu Hause vorm Fernseher sitzen und ich Sie auch mal wieder sehen kann. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ne? Sommerpause war ordentlich lang diesmal, finde ich. Ne? Und es ist so viel passiert. Selbst die Wahlen sind schon wieder eine Woche vorbei. Ha? Und beim Stichwort zu bleiben, bei uns regiert heute Abend allerbeste Fernsehunterhaltung. Das heißt bei uns mehr Stars, mehr Überraschungen, noch mehr Musik. Das ist ein Programm, da kommt man auch locker über die 5%-Hürde, liebe FDP. Naja, und ich als wiedergewählte Samstagabend-Moderatöse freue mich gleich auf, ja, auf richtig hohen Staatsbesuch. Der regierende, amtierende Walzerkönig aus den Niederlanden ist heute bei uns zu Gast. Den haben wir auch lange nicht gesehen. Hat sich rar gemacht. Vor 2 Jahren war er zum letzten Mal live im deutschen Fernsehen hier bei mir in der Sendung zu sehen. Ja, und wie gut seine Geigen mit den legendären Hits von, Achtung, ABBA zusammenpassen. Das erleben wir exklusiv in den nächsten Minuten. Ich freue mich sehr auf ihn und sein Orchester. Hier ist André Rieu. Thank you.
Hallo, immer schön. Dreimal. Ich werde es immer vergessen. Du warst einfach so lange nicht da. Ja, stimmt. Ja? Lass dich bejubeln. Wir finden es toll. Du merkst es, dass du wieder da bist. Ich habe es gerade gesagt, wir haben dich vermisst. Aber es gab Gründe, wichtige Gründe, warum wir dich so lange nicht gesehen haben. Deswegen meine Frage, wie geht es dir? Also ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Wir kommen gerade zurück aus Mexiko. Wir gehen nächste Woche nach Australien, dann nach England. Und dann natürlich im Januar und Februar unser großer Deutschland-Tournee. Ich mache viel Sport, ich bin wieder da. So haben wir das gerne. Und ihr alle, ihr passt in Zukunft noch ein bisschen besser auf euren Chef auf, okay? Ja, genau. André, wir haben gerade ganz neue Töne von dir gehört. Lass mich mal so sagen. Ich meine, liegt es daran, dass ABBA auf ein grandioses Jubiläum zusteuert? Vor 40 Jahren hat mit Waterloo so ziemlich alles angefangen. Seitdem sind wir alle Fans. Also war das auch der Grund für dich? Genau, wer ist kein Fan von ABBA? Mhm. Ich habe zusammen mit Marjorie, meiner Frau, tapeziert überall, weil wir waren ein Tapezierduo und alle unsere Freunde haben gesagt, mach das auch bei uns. Und da war immer ABBA dabei. Super. Also habt ihr gesagt, jetzt machen wir uns drüber her und es klingt toll. Also uns gefällt es. Super schön. Es ist so eine tolle Musik. Es ist unglaublich. Darum haben wir jetzt ein Doppel-CD gemacht, eine normale romantische CD von Andrea Jöns, ein Orchester und ein ABBA-CD. Wunderbar. So, wir sehen ihn heute und hören ihn heute noch mal wieder in dieser Show. Und wir beide haben auch eine charmante Überraschung geplant. Ne? Wir sagen natürlich noch nichts Genaues. Ich sage nur so viel, vielleicht trifft sie jemanden zu Hause. Wenn Sie uns gerade zuschauen, bleiben Sie dran. Vielleicht sind es ja Sie. Oder jemand hier im Saal, könnte auch sein. Ja, sind ja viele Leute da, 2500. Vielleicht hat diesen Mann da mit der aufgeräumten Frisur. Weiß man's. Ja. Vielleicht ist auch alles ganz anders und vielleicht lege ich dich ja rein. Oh ja? Ja, man sollte mir nie vertrauen. Wenn ich so viel Haarspray einatme wie heute, bin ich zu allem fähig. Ich schwöre. Ja? Okay, also auf jeden Fall bleibt spannend. Wir sehen uns wieder. Okay, André, danke schön. Bis bald. So. Aber, liebe Zuschauer, dieser 28. September, heute, der ist auch noch aus anderen Gründen ein ganz wichtiger Tag. Wir wollen heute wieder mal, wie so oft im September, immer dann, wenn die Sommerpause vorbei ist, die wichtige, die notwendige und die zutiefst menschliche Arbeit der Deutschen Krebshilfe unterstützen. Wir können das ganz einfach machen. Wir kennen das. Wir können Spenden sammeln. Meine Damen und Herren zu Hause, wir haben da so viel Übung. Wir haben das schon so oft gemacht. Sie kennen das. Wir alle gemeinsam. Telefon in die Hand nehmen, anrufen und das spenden, was wir im Moment entbehren können. Wie genau wir das nachher machen, das erzähle ich Ihnen noch. Aber wichtig ist mir, dass Sie wissen, wenn ich mir heute Abend etwas wünschen kann, dann, dass Sie alle heute mitmachen. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön. Meine nächste Künstlerin, die ist auch eine Frau, die mit aller Kraft die Arbeit der Deutschen Krebshilfe unterstützt. Sie macht das mit ihrer ganz positiven und fröhlichen Art so wunderbar, dass ich mich so gefreut habe, dass sie gesagt hat, natürlich bin ich dabei, Carmen. Aber zunächst begrüßen wir sie erstmal mit allem Applaus, ja, weil sie hat einen ganz tollen Titel dabei. Den widmen sie ihrem Ehemann Florent und hier ist sie, die wunderbare Maite Kelly. Oh,
Doch du hast mich gefunden, als ich am Boden lag. Du hast mich gerettet, du hast mich gehört. So schön, dich zu sehen. So viele schöne Frauen auf einmal. Hallo, meine Liebe. Schön, dass du da bist. Meine Damen und Herren, hier steht vor Ihnen eine Botschafterin der Deutschen Krebshilfe. Man kann auch nicht anders. Liebe Maite, lass mich fragen. So ein Amt kriegt man nicht im Vorbeigehen. Das nimmt man auch nicht an, ganz unüberlegt. Wie kam es dazu? Du bist dran schuld. Ich bin dran schuld. Wirklich, vor 2 Jahren habe ich hier performt und die Deutsche Krebshilfe hat dann gesehen, wie ich nach der Show mit den Kindern rumgefaxt habe, ein bisschen auch über ernste Themen gesprochen habe. Und dann haben die mich spontan angefragt und ich konnte nicht Nein sagen. Da muss man nicht lange überlegen, die Deutsche Krebshilfe ist die tatkräftigste, die seriöseste Krebshilfe in Deutschland. Und da kann man nicht Nein sagen. Richtig. Dem kann ich mich nur anschließen. Diese wunderbare junge Frau, meine Damen und Herren, die natürlich auch aus eigenem familiären Erleben weiß, wie schlimm das ist, wenn diese heimtückische Krankheit in der eigenen Familie wütet, muss man sagen. Diese junge Frau ist das Gesicht einer ganz wichtigen Kampagne mit aller Kraft gegen den Krebs. Und wir wollen dich heute nach Kräften dabei unterstützen und natürlich auch die Deutsche Krebshilfe. Und Maite wird jetzt die ganz, ganz wichtige Telefonnummer für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, verkünden, unter der Sie uns heute erreichen. Jede Spinde, jede Spende hilft und es rettet Leben. Unter der 0180 2 10 10 30 können Sie Leben retten. Ich danke Ihnen im Namen der Deutschen Krebshilfe. Und ich danke dir, Carmen, für deine Unterstützung. Das mache ich sehr gerne und mit größter Selbstverständlichkeit. Hast du Menschen auch gerettet durch deine Taten. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und wir machen weiter. Es gibt noch so viel zu tun. Meine Damen und Herren, wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass das immer schwierig ist zu teilen. Ja, teilen ist ein ganz wichtiges Thema im Leben. Es ist auch nicht immer einfach von dem man meint, dass man es selber braucht, abzugeben. Aber ich bin sicher, heute an diesem Samstag gelingt uns das. Und wir haben großartige Verstärkung, denn wir haben uns überlegt, wie könnten wir denn heute hier in der Grugerhalle in Essen auch alle mitmachen? Wie können wir mithelfen? Und da kommt uns ein Jubiläum gerade recht, was wir in diesem Jahr im zweiten deutschen Fernsehen feiern, nämlich das 50. des aktuellen Sportstudios. Und jeder, der das Sportstudio kennt, weiß, da gibt es einen ganz bestimmten Kult. Das ist die Torwand, die gibt es seit 1964. Und wie wir es schaffen, mit dieser Torwand heute Abend viel Geld zu sammeln, das erzählt uns jetzt das wirklich schönste Gesicht des Sportstudios. Ich freue mich, dass sie da ist, Katrin Müller-Hohenstein. Hallo? Und sie kommt nicht allein, meine Damen und Herren. Sie kommt
mit den Spendenweltmeistern der Herzen. Von Borussia Dortmund ist bei uns Superstar Neven Subotic, Fußball-Europa- und Weltmeisterin Steffi Jones. Sie kommen alle in völlig anderer Reihenfolge, keine Ahnung warum. Von der Frauennationalmannschaft unsere Europameisterinnen Lena Gößling und Lira Bayramay. Torhüterin Desiree Schumann, Weltmeister Olaf Thon. Und von Fortuna Düsseldorf Andreas Lamberts. Ja? Und mit dabei im Kader, und darüber freue ich mich besonders, der Präsident der Deutschen Krebshilfe. Schönen guten Abend, Dr. Fritz Pleitgen. So, aber jetzt habe ich natürlich für Sie hier in Essen noch eine ganz besondere Überraschung. Wir haben natürlich noch jemanden eingeladen, ohne den geht's heute nicht, ne? Das Urgestein aus dem Ruhrpott ist heute da, Willy Ente Lippens. Ihnen, euch allen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr seht gut miteinander aus. So, jetzt, Katrin, jetzt bist du dran. Erstmal danke auch, dass du heute das Sportstudio verlassen hast. Sehr, sehr gerne. Aber die Torwand mitgebracht hast. Ja. Wie machen wir das heute? Wie schaffen wir es, diese Torwand zur Geldmaschine zu kriegen? Also, liebe Carmen, du siehst hier eine, ich sag mal, handelsübliche Torwand, wie wir sie im gut sortierten Fachhandel bekommen können. Sie ist ein bisschen größer als das Original, aber ich sag mal so, wenn die Löcher ein bisschen größer sind, dann ist das ja nicht unbedingt zum Nachteil für das Treffen. Ja. Und wir werden das heute Abend so machen. Unsere Prominenten, unsere Gäste werden alle auf diese Torwand schießen. Beide Löcher, zweimal, ja, müssen sie. Einmal unten, einmal oben. Wenn sie treffen, dürfen sie nochmal. Und für jeden Treffer, und das ist jetzt die gute Nachricht für uns alle und vor allem für die Deutsche Krebshilfe, gibt es 500 Euro. Das ist toll. Also wenn Sie sich schon mal unser Star-Aufgebot hier anschauen, dann können wir uns schon vorstellen, dass da einiges passiert. Ich frage mal Lira Bayramay, glauben Sie, dass wir heute richtig viel Kohle zusammenkriegen? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wir werden heute ganz viele Treffer erzielen. Okay, wann haben Sie den letzten ganz wichtigen Elfmeter verwandelt? Oh, dieses Jahr nicht, ich weiß es nicht mehr. Wir können uns ja nachher noch mal unterhalten. Bei Ihnen weiß ich, Olaf Thon, 1990 waren ganz wichtig. Ja, 90 und 97 auch, die Eurofighter. Aber okay. 90 gegen England gewinnt man immer. Okay. Also ich, liebe Katrin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie einen solchen, das sind nicht ganz 11 Meter, wir machen es ein bisschen kleiner, ich habe noch nie so ein Ding reingekriegt, aber ich werde es jetzt versuchen, gemeinsam mit Maite und ich glaube, Fritz Pleitgen macht auch mit. Ich bin aber kein Fußballer. Maite, wir müssen jetzt ran. Die anderen können es, wir üben. Ich soll jetzt anfangen? Du machst den Anfang. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Maite hat die richtigen Schuhe an. Ich eröffne das ganze Spektakel, Achtung. Oh Gott. Und ich habe nur eine Chance. Und mein Schuh ist weg. Fritz Pleitgen. Aber fast. Wo ist der Schuh? Da drauf. Sekunde, ich muss da mein drauf. Teures Schuh retten. Wo unten zuerst? Ich versuche keine Panne zu machen und ich krieg's immer wieder hin. Wohin? Sie können sich das aussuchen, unten oder oben. Ich würde unten nehmen. Super. Wenn ich jetzt auch nicht treffe, muss schnell einer von euch, damit wir ein bisschen Startkapital haben. Nicht so schlecht. Los einer, Neven Subotic. Und ein rein jetzt. Bitte, bitte, bitte. So, einen noch. Eigentlich müssten wir Willy, Ente, Lippens, auch einen noch. Einen? Wollen Sie mal? Nicht einer. Ente macht es. Was soll ich sagen? Also hier geht es jetzt ordentlich zur Sache. Ich merke, Steffi, ruhig versuchen. Also, die schießen natürlich nachher draußen, richtig? Olaf, komm, rette die Ehre.
Im Foyer ist natürlich alles schon gerichtet, da geht es nachher richtig zur Sache. So. Ist die Seuche ausgebrochen. Ira schießt noch mal und ich. Sie schießen ruhig und ich erkläre Ihnen schnell, wie es weitergeht. Ich schicke die jetzt alle ins Foyer. Ich schicke sie jetzt alle mit Stöckelschuhen, das kann ja nichts werden. Alle ins Foyer dort. Schießt ihr weiter, was das Zeug hält, und dort seid ihr nicht allein. Wir schalten mal schnell hin, ich zeige Ihnen mal, was sich dort alles versammelt hat. Die Essener Sportvereine sind da. Können wir kurz, ja, guckt mal da. Rot-Weiß Essen. Schwarz-Weiß Essen. Die SGS Essen-Schönebeck und ESG 99-06. Über 120 Kicker stehen jetzt da draußen. Unsere Künstler kommen natürlich noch mit dazu. Und ihr macht jetzt einfach die Mücke hier und probiert da draußen so viel wie möglich zu treffen. Einer. Ah. So, wir sehen euch später. Ich schalte immer wieder zu dir, Katrin. Ich merke, ihr seid hochmotiviert. Bis dann. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, wie viel Spaß das macht. Ne? Sie können jetzt leider nicht mitspielen. Sie können nicht zu Hause auf die Torwand schießen. Aber ich habe mir eine andere Sportart für Sie ausgedacht. Sie wissen schon, ne? Mit dem Finger treffsicher die Tastatur Ihres Telefons und 0180 210 10 30 wählen. Und dann haben Sie heute mit Sicherheit ein gutes Werk getan. Wir freuen uns über jeden Betrag. Auch unser nächster Gast. Eine junge Frau, die hat spontan ja gesagt, als sie unsere Einladung erhalten hat, hat gesagt, klar, da bin ich dabei, da komme ich. Sie ist ja, wenn man so will, die Entdeckung des Jahres, zumindest wenn man vom Schlager redet. Sie hat Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Und sie ist eine, die den Schlager liebt, die den Schlager lebt. Sicherlich ist das alles ein Teil, warum sie sofort auf den Charts, in den Charts auf Platz 1 landet. Eine sympathische Künstlerin aus der Schweiz. Bin sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Aber erstmal sehen Sie sie heute Abend hier bei uns, Beatrice Egli. Wo bist du? Zwei Tränen, die
weil ich die Sehnsucht nicht ertrag. Ich will dich jetzt. Beatrice Egli war das. Die Zugabe, die Sie gerade fordern, die wird schon erwartet draußen beim Torwandschießen. Und da geht Beatrice jetzt hin und tut ihr Bestes. Zur Not fliegen halt die Schuhe mal so. Ja, egal. Wir geben alles. Okay. Toi, toi. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, unsere nächsten Gäste. Unsere nächsten Gäste, wenn man denen zuschaut, bei dem, was sie auf der Bühne tun, dann kommt man selten auf die Idee, dass zudem sehr viel Disziplin, Ausdauer, unglaubliche Körperbeherrschung gehört. Ja? Aber das sieht immer alles so leicht aus. Aber eigentlich ist das Grundvoraussetzung für die Ausübung ihres Berufs. Denn der Traum eines jeden Tänzers ist es ja, irgendwo mal aufzutreten, wo schon großartige Stars zu Gast waren. Zum Beispiel Marlene Dietrich oder Edith Piaf. Oder Tom Jones, Elton John, die alle waren nämlich schon im weltberühmten Lido de Paris. Und wir haben dieses großartige Ensemble eingeladen. Die sind hierher gekommen von der Seine an die Ruhr. Wir freuen uns darüber unglaublich. Mesdames et Messieurs, hier ist das Lido de Paris.
Wie schön, meine Damen und Herren, das Lido de Paris. Ich denke, ich stehe im Loch. Ja. Also ich sag Ihnen was. Für mein nächstes Leben, ja, beantrage ich exakt diese Beine und kein Millimeter weniger. Ja, es muss doch irgendwann mal möglich sein, oder? So, Männer. Egal, wo Sie uns zuschauen, Sie können den Mund jetzt wieder langsam schließen, ja? Weil die Damen kommen noch mal. Das ist die gute Nachricht. Und auch dann werden Sie wieder deutlich am Kostüm sparen. Das haben Sie mir versprochen. Falls Sie das jetzt an dieser Stelle wissen wollten. So, unser nächster Gast, der schätzt auch so tolle Frauen ungemein. Zumindest behauptet er das in seinem Mega-Hit. Ich könnte auch sagen, in seinem Bega-Hit. Hier ist Mr. Mambo Number 5, Lou Bega. Man glaubt's nicht, dieser Mann ist zum ersten Mal in dieser Show zu Gast. Herzlich willkommen, Lou Bega, ich freue mich. Danke, dass Sie mich hier haben. Und das war unser Geschenk. Oh, kein schlechtes. Kein schlechtes, genau. Ja, als wir die Einladung ausgesprochen haben, auch da kam ein ziemlich schnelles Ja, weil, und das dürfen wir an dieser Stelle erzählen, es für dich auch ein Ja, einen nachvollziehbaren Grund gibt, dich diesem Thema nicht zu verschließen. Ja, absolut. Mein Vater, der ist viel zu früh verstorben, mit 53 Jahren. Und das 2 Wochen, bevor mein Superhit damals rauskam, an dieser Krankheit, an Krebs. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass Krebs quasi keine Familie auslässt. Mhm. Jeder hat fast schon seine Erfahrungen damit zu machen. Und aus diesem Grund bin ich hier. Ja. Mhm. Er hat also gar nicht mehr erlebt, wie erfolgreich du geworden bist. Kannte er den Mambo noch? Ja, ich hatte ihm auf dem Krankenbett vorgespielt und in einem klaren Moment sagt er zu mir, der wird die Türen öffnen. Papa hat's gewusst. Er hat's gewusst und ich denke mir, dass er sogar in der spirituellen Welt ein bisschen angeschoben hat. Vielleicht, ja. Genau. Ja. Ist ja nicht so einfach mit 24 ohne den Vater durchs Leben zu gehen. Ja. Aber wir alle haben die Gelegenheit, etwas zu tun. Wir sind gesund. Zum Glück. Wir können helfen. Und deswegen tun wir das heute gemeinsam. Gerne. Alle auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und Lou Bega ist so nett und liest für uns nochmal unsere Spendentelefonnummer. Ja, Spendentelefonnummer für alle draußen. 0180-210-1030. 0180-210-10 und die 30. Das haben alle gehört und machen jetzt alle mit, greifen zum Telefon und du belohnst unsere Zuschauer jetzt auf deine ganz eigene musikalische Art. Da drüben freuen Sie sich, liebe Zuschauer, auf The Greatest Hits von Lou Bega. Like to make you mine, all mine.
Let me take you to the place where membership's a smiling face. The shoulders with the stars, where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland. From beneath their banner Mars, Club Tropicana drinks are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. All that's missing is the sea. But don't worry, you can suntan. That's the way that lovers meet. Think it's in Tropicana Sea. Watch the waves break on the bay. Soft white sands, a blue lagoon. Cocktail time, summer tune. Oh, a nice holiday. Club Tropicana drinks are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. All that's missing is the sea. But don't worry, you can suntan. Wir haben ja früher mal gesagt, diese Nummer ist unkaputtbar. Mr. Mambo Number 5 und das deutsche Fernsehballett. Wunderbar. Mein lieber Lou, du darfst jetzt dahin gehen, wo es das Zweitwichtigste für einen Mann, also im Leben eines Mannes, gibt. Nach den Frauen. Fußball. Fußball. Foyer. Okay, ich drück dir die Daumen. Okay, danke euch. Stichwort, wir schalten jetzt mal hinaus ins Foyer. Zu Katrin Müller-Hohenstein, zu KMH, wie sie auch genannt wird. Und gucken mal, was da los ist. Sie waren so motiviert, die waren so gut drauf und sind ohne Startkapital ins Foyer. Und jetzt bin ich gespannt. Gibt es denn schon ein bisschen was Erfreuliches zu vermelden, Katrin? Ja, Karin! Also die Stimmung ist super. Wir haben aber leider erst eine 13 auf der Uhr. Also da flippen wir jetzt noch nicht komplett aus vor Freude. Aber das ist mit Sicherheit steigerungsfähig. Olaf Kuchenbecker übrigens ist unser Offizieller, der über diese Uhr wacht. Er hat sich vor der Veranstaltung vom ordnungsgemäßen Zustand der Torwand überzeugen dürfen. Und wir haben auch schon ein paar wirkliche Perlen hier an der Torwand erlebt. Allen voran André Rieu. Oh. Mon Dieu! Er ist angetreten, hat nicht getroffen, leider hat sich trotzdem gefreut wie ein kleines Kind hinterher. Schau mal hier, wie er sich freut. War leider vorbei, ist egal, dabei sein ist alles. Dann kam Maite Kelly, der ging vorbei, der nächste war so schnell, ich habe Zeugen, dass wir ihn nicht mehr einfangen konnten. Er hat oben getroffen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hat ihren Schuh hinterhergeworfen, für den gibt es einen Punkt extra. Und hier haben wir Beatrice Egli, sie hat uns ihren Waffenschein gezeigt für die Schuhe, durfte dann auch an die Torwand treten, hat leider auch nicht geklappt. Aber also wir sind ganz zuversichtlich, dass hier heute noch eine Menge Geld zusammenkommt. Allen voran dafür zuständig ist natürlich unter anderem Steffi Jones, meine Liebe. Die beste deutsche Fußballerin, ich glaube, die wir jemals hatten. Steffi, es ist einfach so. 14 Jahre Nationalmannschaft, ja? Da hast du ein paar Mal, glaube ich, auch im aktuellen Sportstudio auf die Torwand geschossen. Weißt du noch, was dein Rekord ist? Naja, da waren es dann 3, obwohl ich die ersten Male überhaupt nicht getroffen habe, weil ich so nervös war und eben hat es ja auch nicht funktioniert. Aber jetzt gilt's. Wir tun uns heute so ein bisschen schwer. Sag doch mal, was ist denn jetzt, hast du einen Tipp für uns, wo ist der Kniff, wie funktioniert's? Ja, wir hatten ja schon welche, die haben eben getroffen. Ihr habt es ja ganz entspannt gemacht, ne? Einfach reintreffen, oder? Eigentlich ganz einfach. Aber 13 ist noch nicht so doll. Ente Lippens, der hatte mal ein tolles Torwandschießen im Sportstudio gegen Pelé.
Das stimmt genau. Kann ich mich genau daran erinnern. Und habe ich natürlich gewonnen. 2-1. Da freut er sich heute noch. Und Lumpi Lamberts. Katrin, er soll auf jeden Fall noch mal schießen. Und du die auch. Die sind gleich dran. Lumpi Lamberts muss ich noch ganz kurz fragen, weil der war letztes Jahr erst bei mir im Sportstudio. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Lumpi. Wie viel waren es dann? Null. Null, das macht nichts. Darf man als Düsseldorfer, fährt man da gern nach Essen? Mit Köln ist ja schwierig. Was, das ist ja kein Problem. Wir haben ja jetzt keine Feindschaften. Sehr schön. Gut, also ihr drei, ihr seid als nächstes dran. Andreas Lamberts fängt an und wir haben hier die entsprechende Unterstützung. Sind ganz zuversichtlich, dass das heute noch was wird. Mit ganz viel Geld für die deutsche Krebshilfe. Zurück zu dir, Carmen. Dankeschön, Dankeschön. Wir halten die jetzt gar nicht mehr lange von der Arbeit ab. Da muss noch ordentlich was ins Netz. Aber ich bin da auch ganz zuversichtlich. Wenn die sich erstmal warm geballert haben, dann geht's richtig los. Ja, auf diesen Moment jetzt, der jetzt gleich kommt, habe ich mich sehr gefreut. Denn wie jedes Jahr im September kriege ich jetzt Besuch von einer jungen Dame. Jetzt ist sie schon zum vierten Mal da. Und als ich sie 2010 zum ersten Mal kennenlernen durfte, da hatte sie Schweres durchgemacht. Und was haben die Ärzte dann gemerkt? Die Ärzte wollten erst gucken, was mit dem Auge los ist, weil ich ja mein Auge nicht mehr aufkriegte. Mhm. Und da haben sie dann ein MRT gemacht und dann haben Sie den Hirntumor gesehen? Das ist ein Ding. Mehr durch einen Zufall hat man gemerkt, dass dir da im Kopf ein böser Tumor wächst. Ja. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen und dann haben die das operiert. Na? Und dann gab es auch lange Bestrahlung. Ne? Na? Wir müssen ja erzählen, dass du eigentlich hauptsächlich noch den Rollstuhl brauchst. Ja. Aber den magst du nicht so gerne. Den willst du jetzt loswerden irgendwann. Ja. Und du kannst ja auch schon ein paar Schritte ganz alleine gehen, ne? Ja. Ja, das schaffst du schon. Und pass mal auf, wenn noch ein paar Wochen und Monate vergangen sind, dann kannst du schon wieder ganz viele Meter laufen. Ja. Und irgendwann, wenn wir uns vielleicht wiedersehen, dann rennst du hier durch die Gänge. Ja. Ja? Und so kam es dann zum Glück auch. 2011 konnte sie den Spendenstand dann schon mit dem Fahrrad bringen. Und hier ist sie wieder, meine kleine, große Assistentin, meine Isabel. Mein Herz ist wieder da, mit einem großen Luftballon. Und jetzt, meine Damen und Herren, seien Sie gespannt. Bei uns jetzt eine junge Dame. Herzlich willkommen, Isabel. Wollen wir uns hinsetzen? Ja. Komm, wir setzen uns hin. Komm. Guck mal, ich habe heute extra keine Blumen hingestellt. Ich habe gedacht, es kommen heute Kinder, da gibt es was zu essen. Ist das okay? Ja. Meine liebe Isabel, für dich ist das ja hier vor so vielen Leuten zu reden, auf so einer Bühne zu sitzen, ungefähr so wie für andere Leute frühstücken und in die Schule gehen, oder? Ja. Ja. Es ist eigentlich ja. Ja, ein bisschen ganz gewöhnt schon, ne? Ja. Erzähl mal, Stichwort Schule. Wie geht's denn da? In was für eine Schule gehst du? Also und wie läuft's? Ich gehe in Hoyerswerda ins Behinderteninternat. Das ist die Dr. Friedrich-Wolf-Schule. Mhm. Und das ist eigentlich, da gibt es ein Abteil, da gibt es so Primarbereich. Das ist so ein bisschen für geistig Behinderte. Und dann für die, wo und dann mit dem Laufen oder Laufen, so noch nicht so richtig klappt, ne? Das ist dann eigentlich eine normale Mittelschule. Da gibt es dann Förderschüler und Mittelschüler. Mhm. Und da gibt es auch Rollstuhlkinder und dann eben solche wie ich, die nicht so gut laufen können. Aber du bist heute schon toll gelaufen. Also wenn man es nicht wüsste, ganz super. Machst du Sport schon mit? Ja, mache ich auch mit. Und ich gehe auch, in der Schule gibt es ja auch so AGs wie, wie die Schulband und den Musicalchor. Machst du auch mit? Ja, mache ich auch mit. Und wie sieht es mit den Zensuren so aus? Läuft alles? Ja, Zensuren. Lieblingsfach? Also Musik, Kunst und Mathe ein bisschen. Aha. Gibt es einen super Lehrer, wo wir jetzt mal sagen würden am Samstag, hallo? Ja, hallo Herr Hilscher, Frau Witte und alle anderen Lehrer, die ich so toll, die ich einfach toll finde. Das ist von einer 12-Jährigen geadelt gerade. Ja. Wollen wir mal festhalten. Meine Gute. Also bei Isabel, wie wir gerade gesehen haben, ist alles in Ordnung, bestens. Die Mama ist nicht ganz so der Meinung, die sagt, ach, na ja, Isabelchen ist auch schon manchmal ein bisschen schwierig, ja, mit 12. Machen wir einen ganz einfachen Test. Ich weiß ja nicht, ob die Mama recht hat.
Wie sieht's aus mit Schminken? Ja, eigentlich nicht mehr so. Früher mal. Also auch früher mal? Bei mir ist es jetzt eher so, ich bin jetzt so eine Schmuckeule wie die Oma. Ach, Schmuck haben wir. Mhm, gut. Justin Bieber-Plakate im Zimmer? Nein. Nein, okay. Schon ein Freund? Ja, ich hatte schon drei. Wie bitte? Also gut, dann hat die Mama ein bisschen recht, ja? Aber das ist ja auch alles nicht so schlimm. Und ich kann Ihnen nur sagen, Mama, das wird alles noch viel schlimmer. So, also Isabel, du bist heute da. Zum einen, um zu zeigen, wie gut es dir geht und mit mir zu plaudern. Aber du hast ja wie immer eine Aufgabe. Ja. Und nicht eine, die wir so einfach mal hier so mit links erledigen. Du bist immer verantwortlich für? Für die Spenden. Für den Spendenzwischenstand. Gibt es denn schon einen? Ja, es gibt schon einen. Es gibt schon einen. Wo ist denn der? Ja, komm, dann zeig ich dir was. Das zeigst du mir jetzt mal. Müssen wir dazu aufstehen? Ja. Ja, los, dann komm. Na, guck mal. Wow. Kommt das schon? Ohne bestellt? Für mich? Ja, für dich. Hey. Also erstmal begrüßen wir die jungen Männer. Das ist ja sehr schön. Kleine Fußballer. Super. Und einer von euch hat jetzt einen Spendenstand irgendwie im Schuh. Oder wie läuft das jetzt? Ja, das zeigen wir dir noch, Carmen. Okay, na dann, Spendenzwischenstand. Magst du vorlesen? Mal sehen. Achtung, einmal groß vorlesen. Spendenzwischenstand Nummer 1. 500? 524.320. Wunderbar. Sehr schön. Toll. Ihr dürft euch wieder umdrehen. Ja, ihr dürft euch wieder umdrehen. Erstmal Kompliment, das habt ihr toll gemacht. Ihr habt mich toll überrascht. Superschön. So, 524.320 Euro. Das ist eine ganze Menge. Was sagen wir zu unseren Zuschauern, Isabel? Habt ihr klasse gemacht, bloß bitte etwas mehr dann, vielleicht beim nächsten. So, wer von den Jungs, ich habe gar kein Mikrofon, nein, dann geht's nicht, dann musst du es machen. Du liest uns die Spendentelefonnummer nochmal vor. Also die Spendentelefonnummer ist 0180 210 1030. Wunderbar. Und unsere Zuschauer machen weiter von dieser Nummer Gebrauch. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, meine Damen und Herren, dann steht dann nachher vielleicht einer mehr hier auf der Bühne. Sie wissen schon, ne? Ihr kommt nachher wieder. Und wenn ich Glück habe, bringt doch noch einen Kumpel mehr mit. Danke erstmal. Macht's gut. Bis dann. Ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Isabel steht gerne mit mir hier so auf der Bühne. Sie macht das jedes Jahr ganz toll. Das gab ja auch mal so eine Zeit, da wolltest du was werden? Da wollte ich ja deinen Job übernehmen. Irgendwann mal. Du, also ich sag dir, unser Unterhaltungschef ist heute hier. Du, der wird sich sagen, endlich mal was Junges. Ja, so schlecht fände der das, glaube ich, gar nicht. Aber du hast es dir anders überlegt, ne? Ja, ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte jetzt Floristin werden. Floristin, auch was sehr Schönes. Auch was sehr Schönes. Aber in Erinnerung an die guten alten Zeiten, wo du gesagt hast, irgendwann nehme ich mir deine Sendung weg, würde ich dir vorschlagen, nehme ich dir meine... egal. darfst du jetzt unsere nächste Künstlerin ansagen? Mhm. Willst du das machen? Ja. Also ich hätte es mal für dich aufgeschrieben. Ja? Bitteschön. Wo ist die Kamera? Welche nehmen wir? Die nehmen wir. Da. Ja, okay. Meine Damen und Herren, sie feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und ist dabei gerade mal 34 Jahre alt. Ganz einfach, sie hat sehr früh angefangen. Hier ist Stefanie Hertel. Super. Heute werden die Karten neu gemischt.
20 Jahre viel erlebt und viel gesehen. Gelebt, getanzt, getaumelt ab und zu, doch ich blieb stehen. Ich ging über viele Brücken, auch wenn's oft ein Umweg war. Und ich hab alles gegeben, war die Richtung auch nicht klar. So viel Dankbarkeit spür ich in meinem Herzen dann und wann. Doch mein Leben fängt doch gerade erst mal an. Mir kommt's vor, als ob es gestern erst begann. Die nächsten 30 Jahre werden meine besten sein. In den nächsten 30 Jahren, da verbann ich jeden Stein. Die nächsten 30 Jahre, alle Spuren sind verwischt. Denn heute werden die Karten neu gemischt. Ich denke oft an die, die mich begleiten. Denn Fans sind keine Selbstverständlichkeit. Jahrzehntelang steht ihr an meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid auch morgen mit dabei. Die nächsten 30 Jahre werden meine besten sein. In den nächsten 30 Jahren, da verbann ich jeden Stein. Die nächsten 30 Jahre, alle Spuren sind verwischt. Denn heute werden die gemischt. Die nächsten 30 Jahre werden meine besten sein. In den nächsten 30 Jahren, da verbann ich jeden Stein. Die nächsten 30 Jahre, alle Spuren sind verwischt. Denn heute werden die Karten neu gemischt. Das Wichtigste, ich bleib mir immer treu. Ich hoffe, ihr seid auch morgen mit dabei. Dankeschön. Wie schön, ein süßes kleines Cowgirl. Oh, hallo, grüß dich. Dankeschön. Oh, bei, jetzt fällt das Kleid auseinander. Sag mal, bei uns gibt's auch nur Pannen, oder? Der Stefan freut sich schon wieder, oder? Das ist doch... Carmen, Carmen, was ist los? Was ist los mit uns beiden? Also, jedes Mal, wenn ich zu dir in die Sendung komme, gibt's irgendeine Panne. Weißt du noch, das letzte Mal? Ja. Das letzte Mal komme ich an einem Gipsfuß. Gibt's ja, ja wohl nicht, oder? Das werden wir an dieser Stelle mal zeigen, meine Damen und Herren. Bei diesem letzten Auftritt konnte sie wirklich nicht auftreten. Gucken Sie mal. Hi, wir feiern auf der Hütte, komm rein, sei nicht scheu, lass die Katze aus dem Sack, mach mal Dirndl-Rock. Ey, du, ja, du, ey, du. Ja, nicht zum Lachen war das, gell, mit dem Gipsbein. Übrigens, was auch nicht zum Lachen war, hier so wie der, das haben wir aber, glaube ich, jetzt gerade nicht gezeigt, wir waren so beschäftigt, wie der Carsten dich so auf der rechten Seite freigelegt hat, ja, oder? Ja, also irgendwas passiert immer. Ich war jedenfalls eine Woche vor deiner Sendung Skifahren, wie du weißt, in der Schweiz, und normalerweise bin ich eine gute Skifahrerin, aber ausgerechnet, da muss es passieren, mich hat's hingelegt und... Ja, dann kamst du mit dem Form schönen Gipsbein. Andere wären da zu Hause geblieben, du bist trotzdem gekommen, hochprofessionell. Und dann hatte sie auch noch, meine Damen und Herren, mit diesem Gipsbein eine super Idee. Richtig, ich habe also alle in der Sendung unterschreiben lassen und habe dieses Gipsbein versteigert. Und natürlich für die Deutsche Krebshilfe. Da hat sich jemand gefunden und wie viel, jetzt wollen wir es wissen, sie hat mir es noch nicht verraten. Wie viel ist denn dabei rumgekommen für ein wirklich olles Gipsbein? Für ein alles Gipsbein hat tatsächlich ein lieber Schweizer Fan 1250 Euro gespendet. Wow! Wahnsinn, oder?
Das ist ja großartig. Er ist froh, dass er das Ding jetzt zu Hause hat. Die Deutsche Krebshilfe ist froh über ein Batzen Geld. Ich bin froh, dass ich das Ding los bin. Ja. Und dass ich wieder topfit bin. Und das dass ich wieder tanzen kann, wieder singen kann. Zumal ich ja nächste Woche auf Tour gehe, einmal quer durch Deutschland, 20 Konzerte. Da bin ich wieder topfit und freue mich natürlich drauf. Und konnte somit jetzt anderen Menschen etwas Gutes tun. Also wir danken erstmal für diese tolle Idee, die sich ja wirklich, wie wir gerade gemerkt haben, gelohnt hat. Beim letzten Besuch von ihr, da wollten wir ja eigentlich auch was schenken zum 30-jährigen Bühnenjubiläum, nämlich eine besondere Überraschung war das. Wir wollten ihr das deutsche Fernsehballett für einen Tag zur Verfügung stellen. Das hat nur leider nicht geklappt. Sie wollte gerne mal mittanzen. Aber wir sagen ja immer so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und demzufolge haben wir die große Chance, das heute nachzuholen. Aber wir legen etwas drauf. Wir wissen, dass Stefanie Hertel ein ganz, ganz, ganz glühender ABBA-Fan ist. Das hat sie hier in dieser Sendung auch schon mal unter Beweis gestellt. Und heute passiert's. Wir haben ja auch das ABBA-Musical Mamma Mia heute hier. Und Stefanie bekommt dort einen Auftritt, eine Hauptrolle mit dem Ensemble gemeinsam in diesem Stück, was wir jetzt gleich sehen werden. Das Wahnsinn. Ist toll, ich oder? Ich finde es großartig. Dass die das auch mitmachen, ist großartig. Dass die das mitmachen, ist großartig. Dass ihr das für mich eingefädelt habt, sehr ist gerne. Ganz großartig. Da kann ich nur an alle Beteiligten ein riesengroßes Dankeschön sagen. Wir sind auch sehr gespannt. Freue mich total. Wir sind sehr gespannt. Hinten in der Garderobe liegt jetzt ein Kostüm schon bereit mit hohem Glitzeranteil. Oh ja. Und wenn du dich beeilst, aber bitte nicht wieder fallen oder irgendwas, ja? Und dich schnell umziehst, dann steht der ganzen Sache auch nichts mehr im Wege. Ich freue mich drauf. Ja? Also, ich komme gleich bis wieder. Bis gleich. Du darfst schnell dabei die Perlen auflesen. Ich sammle bis den gleich. Geschmeidigen hier ein. Ciao. Und während Stefanie sich jetzt auf diesen Auftritt vorbereitet, liebe Zuschauer, können wir schon mal genießen. Seit der Premiere 1999 in London haben dieses Musical Mamma Mia 50 Millionen Besucher schon geschaut und da können Sie sich vorstellen, da ist es völlig richtig, wenn man sagt, es gehört zu den erfolgreichsten Musicals der Welt. Und wie Sie uns kennen, gibt es jetzt für Sie eine Extra-Vorstellung, ja? Lehnen Sie sich ganz bequem zurück. Exklusiv die Highlights aus Mamma Mia. Dein Leben sein, schloss dich in mir ein. Ich war nur noch zu, das Spiel beginnt von vorn, Liebe oder Zorn.
Mamma Mia, immer wieder unwiderstehlich. Und jetzt erleben wir, wie versprochen, das gesamte Ensemble mit einer einmaligen Zugabe. Nur in dieser Show, ganz exklusiv für uns. Und zwar mit Gaststar Stefanie Hertel. Super, super Lichter, die mich blenden, doch was ich auch tu, ich denk immer zu, da unten irgendwo. Wunderbar. Mama Mia, das war unser Geschenk für Stefanie. Aber erstmal Dankeschön dem Ensemble. Ihr seid im Moment in Stuttgart. Und ich bin sicher, die Leute lieben euch, so wie wir euch lieben. Und Dankeschön, dass ihr das mitgemacht habt, dass ihr mir geholfen habt, unserem Team geholfen habt, Stefanie dieses wunderbare Geschenk zu machen. Vielen, vielen Dank. Ich habe euch natürlich in Stuttgart auch schon gesehen. Ich finde es großartig. Danke nochmal allen. Es hat riesen Spaß gemacht. Danke euch und alles Gute. Danke. So, liebe Zuschauer, ich habe tollen Besuch. Schauen Sie mal. Bei mir ist jetzt Roland Kaiser. Guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Und nochmal Dr. Fritz Pleitgen, der Präsident der Deutschen Krebshilfe. Aus gutem Grund sitzen wir jetzt hier. Ich fange mal mit Roland an. Ja, guten Abend. Mein Lieber, du warst vor einem Jahr in dieser Sendung zu Gast. Damals war bei dir zu Gast, ja. Ja, aber zugunsten der Deutschen Krebshilfe, diese Sendung letztes Jahr aus Berlin, die war eine ganz wichtige auch für dich, denn du hattest einen sehr besonderen Titel mitgebracht. Und darüber wollen wir gleich reden. Aber bevor wir drüber reden, schauen wir mal rein, oder? Gut. Machen wir. Weil du bist, wie du bist, weil dein Herz aus Freude ist und ganz tief Da haben wir auch gleich Gelegenheit, Dankeschön zu sagen. Ja, das war nicht nur ein toller Song, sondern auch ein besonderer. Was sollten wir unseren Zuschauern noch mal darüber erzählen? Er ist halt gemacht worden, einfach um mal Dankeschön zu sagen bei den Menschen, die sich einsetzen für andere Menschen, denen es halt nicht so gut geht wie uns. Und der Song ist auch bei jedem meiner Konzerte immer ein großer Erfolg, weil man am Ende des Konzertes immer sagen kann, danke. Auch für diesen Abend. Mhm. Und Dankeschön dafür, dass Sie sich einsetzen für andere Menschen. Mhm. Und wir haben diesen Song alle gemeinsam der Deutschen Krebshilfe gewidmet an diesem Abend. Und ihr alle, die ihr an diesem Song beteiligt wart, ihr hattet eine super Idee. Na gut, das war eine tolle Idee von den Autoren, vom Komponisten, vom Textern, von den Produzenten. Die sind dann gemeinsam mit euch an mich herangetreten. Ich habe gesagt, das ist eine tolle Idee, die wollen wir auch gemeinsam machen. Und der Erfolg gibt uns ja recht damit. Mhm. Und die Idee bestand vor allen Dingen darin, liebe Zuschauer, alle Einnahmen aus diesem Lied der Deutschen Krebshilfe zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Roland verzichtet, die Plattenfirma verzichtet, das Produzententeam, die Autoren verzichten. Verzichten. Und da kommt ja eine ganze Menge Geld zusammen. Und wir waren sehr gespannt, wie viel es wird. Und es war wirklich eine Menge. Und mit diesem Geld haben wir, finde ich, was ganz Tolles gemacht. Ja. Ne? Wir haben mit diesem Geld ein Baumhaus bauen können in einer Nachsorgeklinik für schwerst kranke Kinder. Und bevor wir darüber reden, müssen wir Ihnen diese Bilder unbedingt zeigen. Die Reha-Klinik Bad Oechsen in Nordrhein-Westfalen.
Hier kommen Kinder und Jugendliche nach schwersten Krebserkrankungen wieder zu Kräften. Doch ein Rückzugsort in luftiger Höhe, der zum Träumen einlädt, der fehlte der Klinik bis jetzt. Ein einheimischer Unternehmer schuf mit seinem Team ein ganz besonderes Baumhaus. 12 Fundamente wurden gegossen, eine Plattform gebaut und eine Rampe, sodass auch körperlich eingeschränkte Kinder das Baumhaus erreichen können. Gleich die Eröffnung, wir schmücken nochmal, es wird spannend. Endlich war es soweit. Endspurt. Alle legten nochmals Hand an. Muss ja sauber sein. Meine lieben, lieben Kinder, liebe Eltern, liebe Patienten, wir sind einfach nur begeistert. Mit Fertigstellung dieses wunderschönen Baumhauses hier ist für uns ein wahrhafter Traum hier in Erfüllung gegangen. Packen wir es an. Das Baumhaus ist eröffnet! Ja, voll cool, das Haus! Für das Baumhaus! Wir sagen danke für das Baumhaus! Danke für das Baumhaus! Wir sagen danke für das Baumhaus! Wunderbar, wenn man diese Bilder sieht, diese strahlenden Gesichter, dann weiß man, das hat sich alles gelohnt, was wir da gemacht haben. Ja. Ich glaube, Roland, das hast du wahrscheinlich auch noch nicht so oft gehört, dass aus einem deiner Titel ein Baumhaus entsteht. Irgendetwas, was die Lebensqualität dieser Kinder anhebt, was sie steigert. Der erste meiner Songs, der ein Baumhaus entstehen lässt, aber vor allen Dingen mein erster Song, der, finde ich, eine Lebensqualität von Menschen steigert. Das muss man wirklich sagen, ja. Ich danke euch sehr, dass ich da mitwirken durfte. Wir danken dir, dass du das gemacht hast. Herr Pleitgen, wenn Sie das sehen, na, wenn Sie sehen, wie sowas für Kinder entsteht, was für Kinder ja auch ein Stück Normalität im Leben wieder bedeutet, zurückkehren in den normalen Alltag, Geheimnisse haben, mit Freunden irgendwie was tuscheln, vielleicht mal träumen, vielleicht mal ganz alleine sein. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Was empfinden Sie? Ja, ich bin Roland Kaiser und den Initiatoren außerordentlich dankbar. Diese Betreuung ist wahnsinnig wichtig, dass die Kinder den Weg wieder in das normale Leben zurückfinden. Es hat ja nicht nur der Körper Schaden genommen, sondern auch die Seele. Und das gilt auch für die Angehörigen. Die psycho-onkologische Betreuung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für die Therapie. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, denn Spenden, wie Sie hier von Roland Kaiser uns angeboten werden, die retten Menschenleben. Das Geld geht unmittelbar in die Forschung, das Geld geht in die Behandlung, in die Verbesserung der Behandlung, wie in diesem Fall. Das gehört ja mit dazu. Und inzwischen werden 4 von 5 krebserkrankten Kindern gerettet. Das war früher eben nicht der Fall. Und wenn man diese Menschenkinder gesehen hat, dann freut man sich darüber, dass diese Erfolge erzielt wurden. Also Sie können auch davon ausgehen, Frau Nebel. Ja, Frau Nebel, ich dachte, ich war schon mit dem Gedanken weiter. So haben wir die Aufmerksamkeit des Publikums wieder gehört. Man arbeitet ja in diesem Gewerbe mit allen Tricks. Aber Sie können davon ausgehen, dass seit Ihrer Sendung im letzten Jahr schon wieder mehr Menschen gerettet wurden, die früher diese Chance nicht gehabt haben. Es geht immer wieder weiter. Und das, was Herr Kaiser hier macht und viele andere, es sind ja Hunderttausende, die uns das Geld spenden, die sorgen dafür, dass diese Volkskrankheit Krebs entsprechend bekämpft wird und mit großem Erfolg. Was eine wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird von den Menschen, mit einer ganz kurzen Antwort. Was ist Ihre Meinung? Sind wir irgendwann Herr dieser Krankheit? Werden wir es irgendwann schaffen, in den nächsten Jahren diese Krankheit komplett in den Griff zu kriegen? Das kann ich jetzt nicht voraussagen, aber eines kann ich voraussagen, dass wir enorme Fortschritte machen werden. Jedes Jahr werden weitere Fortschritte in der Forschung, aber auch vor allen Dingen in der Behandlung gemacht und mehr Menschen werden von dieser Krankheit gerettet werden. Diese Krankheit breitet sich aus, das ist eine Entwicklung aus der demografischen Situation in unserem Land. Es ist ja vielfach eine Alterskrankheit, aber wir haben dort große Fortschritte gemacht und die Deutsche Krebshilfe schätzt sich glücklich, dass sie daran teilnimmt. Und das dank der Spenden von den Zuschauern. Und ich hoffe, wir haben ja diese wunderschöne Nummer, dass auch kräftig gespendet wird. Wenn Sie gestatten, darf ich das vorlesen? Bitte, bitte, bitte. 0180 210 103
null. Jetzt ist Feuer frei. Wir sind dankbar für jede Spende. Von 5 Euro bis 50.000. Ich weiß nicht, wer sich das leisten kann. Aber wenn sich einer das leisten kann, er tut es für eine gute Tat. Wir nehmen auch 2 Euro. Oder ja. Ein. Wir nehmen alles. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Roland, du bist ein feiner Kerl. Danke dir, dass du extra deswegen heute noch mal gekommen bist. Gerne, Und Herr Platkin, wir sehen uns auf jeden Fall noch mal wieder. Wenn es bleiben Sie ruhig den Moment noch bei mir. Liebe Zuschauer, jetzt erleben wir was ganz Tolles. Es gibt einen Welthit, den wir alle kennen, sonst wäre es ja auch kein Welthit. Eigentlich eine Hymne. Die Rede ist von Music, von John Miles. Sie kennen dieses, es ist ein Jahrhundertwerk, wie ich finde. Und unser Fernsehballett hat sich in diesen Titel verliebt. Aber eigentlich muss ich auch ein bisschen dazu sagen, hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verliebt, weil es die Version von David Garrett ist. Ja, die waren mit dem jungen Mann auf Tour und sie wollen uns ein bisschen daran teilhaben lassen. Freuen Sie sich auf Music und das deutsche Fernsehballett. Das war das deutsche Fernsehballett mit Music. Die Solistinnen waren Inga Solovjova, Katharina Petrovikova und Mirella Kamenova. Und die Choreografie ist von Sabine Ehlen. Vielen Dank. Und es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, es war die wunderbare Version von Stargeiger David Garrett. Vielen Dank euch. Tja,
Schön ist bei Ihnen hier. Ich stehe auch nicht ganz zufällig hier. Nein, stehe nicht ganz zufällig bei Ihnen. Erstmal wollte ich gucken, ob es Ihnen allen gut geht. Aber hauptsächlich bin ich da, um mich heute zu unterhalten mit Nadja. Hallo Nadja. Hallo. Guten Tag. Geht's dir gut? Ja. Ich habe dich besonders strahlen sehen. Kann das sein gerade? Ja. Nicht nur wegen den Damen vom Ballett, sondern? Wegen David Garrett. Du bist also großer David Garrett-Fan, stimmt's? Man hat mir das zumindest geflüstert. Ja, das stimmt. Ja. Warum denn? Ja, also er spielt natürlich sehr gut und er ist auch sehr attraktiv und sympathisch. Also ja. Also das volle Paket, ne? Ja. Genau. Warst du schon mal zum Konzert von ihm? Hast du ihn schon mal gesehen? Nee, leider noch nicht. Aber das wäre doch toll, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, du hattest es mal vor und dann hat das nicht geklappt. Da kam irgendwas sehr Unangenehmes dazwischen, stimmt's? Genau. Magst du drüber reden? Ja, gerne. Ja, also im Dezember, am 6. Dezember wurde bei mir Krebs diagnostiziert, ein Osteosarkom. Und ich musste dann sofort in die Behandlung, also Chemotherapie, einige Operationen, wieder Chemotherapie, aber jetzt bin ich wieder gesund. Seit ein paar Wochen geht es dir wieder so gut, dass du zur Schule gehen kannst, stimmt's? Ja, genau. Genau. Herzlichen Glückwunsch, freue mich für dich. Ja, nun ist David Garrett heute nicht da. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, dass wir dir ein paar Bilder gezeigt haben und die schöne Musik zu hören war, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte dir trotzdem was schenken, weil ich mich so freue, dass dir es wieder gut geht. Und dieses Geschenk ist ein bisschen groß. Du müsstest da mal auf diese Videowall da gucken. Pass mal auf, da kommt's jetzt. Hi Nadja, ich bin sicher, du bist ein bisschen überrascht. Ich hoffe, du freust dich. Ich habe mir überlegt, es wäre eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass wir uns auch mal persönlich treffen können. Und zwar würde ich dich super gerne einladen für die nächste Sendung von Carmen Nebel in Magdeburg. Und ich habe selber gehört, dass du sehr, sehr gut Klavier spielst und vielleicht können wir ja was zusammen machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das nach Magdeburg schaffst. Und ja, dann hoffentlich treffen wir uns sehr bald. Lass mich raten, du freust dich. Ja? Da sind Freudentränen. Und die gucken wir uns gerne an. Schön. So war es geplant. Du solltest dich freuen. Du bist eingeladen und ich bin ganz sicher, du nimmst die Einladung an. Ja, auf jeden Fall. Am 26. September, in 4 Wochen, sind wir in Magdeburg. Ich würde mich riesig freuen, dich zu sehen. Und du, der meint das ernst. Mit dem Klavier. Vielleicht machen wir ja wirklich was zusammen. Okay? Gut? Super. Lass es dir gut gehen. Ich freue mich, dich wiederzusehen in 4 Wochen. Dankeschön. Anderes wichtiges Thema heute Abend ist ja der Fußball. Ich habe mir sagen lassen, wenn man jetzt im Moment auf die Tabelle guckt, ist Dortmund immer noch Platz 1. Die haben heute, glaube ich, 5-0. Ja, ja. 5-0 gespielt gegen Freiburg. Großartig. Aber es interessiert mich ja gar nicht so sehr heute eigentlich. Nee, vielmehr interessiert mich unser Auswärtsspiel, hier 100 Meter entfernt, im Foyer von der Essener Krugerhalle. Und da rufe ich mal Katrin Müller-Hohenstein. Wie sieht's denn bei unserem Torwandschießen aus, Katrin? Also, liebe Carmen, wir kommen langsam richtig gut in Fahrt. Wir haben 62 Treffer auf der Uhr. Und während du, liebe Carmen, jetzt sind es 63, während du, liebe Carmen, mal eben ausrechnest, wie viel Geld das bedeutet für die Deutsche Krebshilfe pro Treffer, 500 Euro, kann ich Ihnen zeigen, liebe Zuschauer, dass sich Lou Bega hier vorhin ganz prima angestellt hat an der Torwand. Der junge Mann war unglaublich ehrgeizig und hat dann schließlich oben versenkt und danach musste die Freude einfach raus. Da brach sie sich Bahn. Die schönsten Schuhe übrigens hatte Stefanie Hertel danach an, die insgesamt eine klasse Figur gemacht hat. Wenn nicht sogar die beste an der Torwand. Leider hat es zum Treffer nicht gereicht. Und die war hinterher auch ein bisschen enttäuscht, aber hat trotzdem eine Menge Applaus gegeben. Wie jetzt hoffentlich auch für unsere 3 Europameisterinnen, die heute hier bei uns sind. Lira Bayramay, Desiree Schumann und Lena Gößling.
die obendrein ja noch in diesem Jahr das Triple geholt hat mit dem VfL Wolfsburg. Das Jahr 2013 war gar kein so ganz schlechtes, Lena. Was wünschen dir da noch zu Weihnachten? Oh, da sind noch einige Wünsche offen. Die haben da nichts mit dem Fußball zu tun, aber es gibt bestimmt noch Wünsche, die mir erfüllt werden können. Aber ganz schwer zu toppen das Jahr, oder? Ja, ich glaube, das Jahr gibt es bei mir fast gar nicht mehr zu toppen. Ich glaube, ich habe fast alles gewonnen, was wir gewinnen konnten. Und ja, es war ein perfektes Jahr. Toll. Desiree ist Torfrau beim ersten FFC Frankfurt. Als Torfrau hält man da nur Bälle oder kann man mit dem Ball mit dem Fuß auch ganz gut umgehen? Ansonsten würde ich anbieten, du hältst und für jeden Gehaltenen von Lena gibt es die 500 Euro. Ja, man sollte als Torwart natürlich beides können, also sowohl halten als auch schießen. Ich stehe natürlich lieber am Tor, als dass ich das mache, aber ein bisschen technisch was drauf habe ich auch. Mannschaftskameradin Lira Bayramay frage ich noch ganz schnell. Jetzt ist das schon ein paar Wochen her mit dem EM-Titel, aber wie präsent ist dir denn dieses Gefühl noch, diese Freude über das Erreichen des Finales und vor allem dann auch den Gewinn des Finales? Ich habe die Frage jetzt nicht so ganz verstanden. Ach, freust du dich noch, Lira? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Die Euphorie ist natürlich noch da. Und na klar, wann war eine schöne EM auf jeden Fall. Toll, also jetzt hoffen wir, dass ihr das hier auch auf der Torwand übertragen könnt. Die beste Spielerin des Turniers 2013, Lena Gößling, legt sich jetzt den Ball zurecht und wird hoffentlich versenken. Den nehmen wir aber noch mit, Lena. Einmal unten. Vielen Dank, Katrin, und allen Aktiven da draußen. Ihr macht das toll. Und ich glaube, diese wunderbare Stimmung, die schlägt sich natürlich auch positiv auf unser Spendenergebnis nachher nieder. Ich weiß, ich sehe die Isabel kommen. Es gibt einen neuen Spendenzwischenstand, wenn du da bist. Den zweiten jetzt. Ne? Wo sind denn deine Jungs? Wo sind denn die? Na dann, pfeifen. Da, irgendwo. Pfeifen. Da kommen wir schon. Pfeifen. Hallo, da seid ihr ja wieder. Ja, ihr habt ja vorhin so schön den Spendenzwischenstand getanzt. Wollen wir das nochmal machen? Ja? Du gibst wieder das Signal, Isabel. Oh, was sehe ich denn da? Also, da steht jetzt 329.730. Isabel, ist dir da ein Fehler unterlaufen? Vorhin hatten wir doch schon 500.000. Ist jetzt weniger geworden? Nein, mir ist kein Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich noch ein kleines Ass im Ärmel, Carmen. Oh, schüttelst du es mal bitte aus? Ja. Da kommt das kleine Ass. Wow! Das ist ja heute unser Lieblingsgast hier gerade. 1.329.730 Euro. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch umdrehen. Dürft euch umdrehen. Großartig. So, bevor ich euch jetzt wieder wegschicke, ganz schnell. Wer von euch möchte später mal Profifußballer werden? Alle. Alle. Bei welchem Verein? Bayern. Schalke. Schalke. Bayern. 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 Oh, Bayern. 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 Barcelona. Barcelona. Überall. Alle Bayern. Das ist ja immer Barcelona. Also, wir werden euch beobachten für die übernächste WM. Mal gucken. Alles Gute für euch. Ihr habt das toll gemacht. Tausend Dank. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Isabel, bedankt haben wir uns schon bei den Zuschauern zu Hause. Du darfst noch einmal die Spendentelefonnummer vorlesen und noch einmal darum bitten, dass die Leute weiter spenden. 0180 10 10 30. Die zwei haben wir noch vergessen. 0180 2 10 10 30. Und bitte spendet weiter, so gut ihr könnt. So gut ihr könnt. Okay. So.
Jetzt hast du mir so viele gute Nachrichten gebracht. Jetzt kommt eigentlich so die schlechte Nachricht, ne? Wenn wir auf die Uhr gucken, das nähert sich jetzt langsam dieser magischen Grenze. Da dürfen Kinder leider in deinem Alter nicht mehr auf der Bühne sein. So nach 22 Uhr ist Sense. Da kriegen wir Ärger und das wollen wir ja nicht. Also darfst du jetzt natürlich die Sendung weiter gucken und auch hier bei uns im Publikum. Ne? Muss nicht hinter die Bühne. Möchtest du das? Ja. Ja. So, jetzt war es ja auch eine schöne Gepflogenheit, dass ich dir immer was geschenkt habe. Ja. Aber diesmal haben wir uns erkundigt und da stellte sich heraus, Isabel wünschte sich nichts. Wirklich nichts. Na, ich dachte, das kann doch nicht sein. Habe ich noch ein bisschen weiter gebohrt. Und da bin ich dann doch fündig geworden. Du hast doch einen besten Freund. Ja. Stimmt's? Wie heißt der? Paul. Und du hast dir gewünscht, dass der... Ja, dass er mitkommt. Dass er mitkommt und dass er vor allen Dingen auch mal sieht, wie es hier so abläuft. Dass er mal mit zu einer Fernsehsendung kommt, dass er das alles mal sieht, ne? Ja, ihr wolltet ja auch mal, dass der Paul mal herkommt. Ja, und was soll ich dir sagen? Paul ist da. Und da gehen wir jetzt mal hin. Paul ist da, guck mal da. Paul ist da. Da ist dein Freund Paul. Das ist aber toll. Jetzt guckst du nicht mal an. Jetzt bin ich ja von Socken. Oh mein Gott. Wollt ihr euch nicht mal begrüßen irgendwie so? Das will ich jetzt sehen. Ich will wissen, ob das was Ernstes ist. Hallo Paul. Hallo. Und du hast dicht gehalten. Sie hat das nicht gewusst, ne? Na, ich habe nicht erzählt, ne? No, das ist super. Und hat's dir bei uns gefallen? Oder gefällt's dir? No. No. Okay. No. So, Mausi. Und bisschen überrascht? Ja, sehr überrascht. Also ich schlag vor, ihr dürft jetzt hier so sitzen, die Sendung angucken wie so ein altes Ehepaar. Viel Spaß. Ich finde das natürlich auch schön, dass ich hier mal so den muss ich nehmen, dass ich mal durch die Reihen gucken kann. Ich gucke sie mir mal an. Na, Wendt, schön, gefällt es Ihnen bis hierhin? Oder ist irgendwie, was, gibt es Klagen? Jetzt können Sie es sagen. Also ich laufe hier so mal lang, ja? Alles gut, freut mich. Meine Damen und Herren, Sie kennen das doch bestimmt. Es gibt so Lieder, da denkt man, oh Mensch, das war doch dieses, ah, ich komme nicht drauf, da habe ich doch mit dem, wie hieß der noch, getanzt. Och, waren wir verliebt, ja? Das ist diese sogenannte Lebensmusik, die begleitet uns doch ein Leben lang. Deswegen heißt sie auch Lebensmusik. Und unsere nächsten Künstler, die stehen für genau diese Musik. Und diese Hits, die begleiten uns, die kennt jeder. Und die haben das in den 60er und 70er Jahren sogar fertiggebracht, das Kunststück, dass von 40 Charttiteln 20 von ihnen waren. Unglaublich. Die sind kürzlich aufgenommen worden, glaube ich, in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und wie ich finde, zu Recht. Ich darf sagen, Achtung, Weltstars heute hier in Essen. Herzlich willkommen, hier sind The Hollies. Thank you.
Once in my lifetime, I want to be with you on stage. Absolutely. Thank you so much for being our guest. Our pleasure to be here. Our pleasure to be here. Our pleasure to have you on the show, a charity show. Wow. This last song, The Air That I Breathe. Yeah. Oh, sorry, oh, I'm getting nervous. It was cheek-to-cheek dancing. Definitely. Definitely. Definitely cheek to any cheek. Jeder hat doch da, da haben wir doch alle eng getanzt, wissen Sie noch? Ja, also es ist großartig, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Thank you so much, Thank the Hollies. Thank you for having us. Bye-bye. Ach ja, die 60er und 70er Jahre. Die Musik war toll, die entdecken wir ja sowieso immer wieder neu. Und die Mode war auch großartig. Ich meine, so wie die Jungs jetzt aussahen, sehr zeitlos, ne? Können Sie sich noch erinnern, was wir damals so anhatten? Gucken Sie mal. Das ist auch schön, ne? Im Partnerlook trug man da schon gerne mal den alten Teppich auf, ne? Oder hier, alles, was wichtig ist, war rot. Ja? Und geheiratet hat man auch schön. Da sahen wir auch alle toll aus, glaube ich, wenn man in der Zeit geheiratet hat. Ne? Auch ein tolles Foto, ne? So. Und Sie sind jetzt fix und fertig mit der Welt, oder? Wenn Sie das Foto angucken, kennen Sie das Foto? Das Foto kenne ich irgendwo, ja. Das ist genau am Tag, würde ich sagen, 40 Jahre her. Okay, also wollen Sie mir jetzt gerade erzählen, das sind Sie, ne? Ja. Ja? Ja. Ein bisschen und, längere Haare, ja. Naja, also, was heißt ein bisschen längere Haare? Das war ja die Günther Netzer Gedächtnisfriese hier. Aber Ihre Frau, hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja. Hat die ähnliche Frisur? Da waren nur Löckchen drin, ne? Aber sonst seid ihr euch ziemlich ähnlich, ne? Herzlich willkommen erstmal. Das ist das Ehepaar Fabricius. Ja, Sie haben es ja gerade richtig gesagt. Also, nochmal für alle zum Mitschreiben. Der Mann kennt seinen Hochzeitstag. Wann war das? 28.09.1973. Also heute genau, vor 40 Jahren. Ja, genau. Glückwunsch von uns allen. Danke. Also ich weiß nicht, wen ich da jetzt mehr beglückwünschen soll, Sie oder Ihre Frau. Das müssen Sie unter sich ausmachen, das weiß ich nicht so genau. Aber Frau Fabricius, haben Sie eine Ahnung, woher ich das alles weiß? Ja, von meinen Töchtern. Nee, eigentlich von Ihrem Schwiegersohn. Ja, also... Frau Fabricius, haben Sie heute Morgen schon gewusst, dass Sie jetzt hier sitzen? Nein, ich wollte jetzt im Fernsehen gucken. Na, ein Glück auch, ja. Dann hat mir das geschenkt bekommen, da habe ich, hab mich richtig gefreut. Ja. Super. Gab es auch heute schon Blumen? Ja. Was? Einen großen, dicken Strauß, 40 rote Rosen. Ach, 40 rote Rosen. Den ist ja eine Rose dazu. Oh. Ich meine, da bleibt Ihnen ja auch der Klassiker, so 40 Krawatten so. Nö, das nicht. Nee, 40 Küsse würden auch reichen, ne? Ich habe mir aber erzählen lassen, Sie lieben auch noch andere Blumen sehr. Nicht nur rote Rosen. Die habe ich jetzt für Sie. Gucken Sie mal, Sonnenblumen haben Sie, glaube ich, gerne, ne? Oh, balla. Die sind für Sie. Alles Gute von uns allen. Und ich freue mich, wir freuen uns, dass Sie Ihren Hochzeitstag mit uns feiern. Aber ich habe noch ein bisschen was. Noch was.
Ja. Stimmt es, dass Sie einen Künstler hier, der bei uns in der Show heute zu Gast ist, ganz besonders ins Herz geschlossen haben? André Rieu, ja. Hat einen kleinen Moment gedauert, aber das verstehe ich. Ja, die Hollies waren ja auch nicht schlecht, ne? Ja, die Hollies. Ja. Aber André Rieu ist ganz was Tolles. Ja. André Rieu ist ganz was Tolles. Und für Sie auch, oder? Ja. Ja. Auch so, ne? Ja. 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 Also, André Rieu weiß das natürlich. Und deswegen hat er was vorbereitet. Nur für Sie jetzt ein Ständchen zum 40. Hochzeitstag. Yesterday. Vielen Dank, André Rieu und seinem Orchester. Und bevor wir die ganze Sache beenden, hat der André, ich bin sicher, noch eine Idee. Stimmt's? Ja, absolut, ja. Ich lade die ganze Familie ein. Wir spielen eine ganze Deutschland-Tour. Sie können sich selber ein Konzert aussuchen. Wohnen Sie in einer großen Straße? Wohnen Sie in einer großen oder einer kleinen Straße? Straße. Gott sei Dank in einer kleinen Straße. Ich lade die ganze Straße ein. Juhu. Danke dir, André. Vielen Dank. Dir und deinem Orchester. Also, wenn das nicht war. Ja. Ja, da stehen Sie da mit Ihren 40 Rosen, ne?
Ja. Alles Gute. Und wenn der 80. Hochzeitstag ist, dann kommen Sie wieder rum. Okay? Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, liebe Zuschauer. Viele große Musiker haben ihre Karriere in Kirchen begonnen. Unsere nächsten Gäste, Caroline und Daniel auch, die haben in einer Kirchen-Popband mit christlichen Liedern angefangen. Inzwischen sind die natürlich längst über die Kirchenmauern von Stockach, da wo sie herkommen, hinaus bekannt. Sie sind eine der angesagten Bands in Deutschland. Die haben einen Riesenerfolg. Bei uns in der Show waren sie auch schon mit ihrem Mega-Hit Echt. Und jetzt legen sie noch mal nach. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Herzlich willkommen, Glasperlenspiel. Spiel. Großartig. Ja, Musik machen könnt ihr. Könnt ihr Fußball spielen? Nicht wirklich. Könnt ihr Tore schießen? Wir versuchen das mal. Wir geben unser Bestes. Ich freue mich. Ab durch die Mitte. Ich wünsche euch großen Erfolg. Caroline Müller-Hohenstein erwartet euch. Vielen Dank, Dankeschön. Caroline und Daniel. Ciao, ciao. So, wie schon gesagt, Katrin Müller-Hohenstein bei uns heute im Auswärtsspiel, 100 Meter von ihr entfernt, im Foyer in der Grugerhalle in Essen. Dort versucht sie, mit möglichst vielen Akteuren viel Geld für die Deutsche Krebshilfe zusammenzusammeln. Und zwar, indem sie alle auf die Torwand schießen lässt. Wir schalten zu Katrin. Und meine liebe Katrin, was ich dir jetzt an dieser Stelle schon mal sage, ich will jetzt nicht, dass du immer nur redest. Ich will jetzt, dass du schießt. Bitte? Du sollst jetzt schießen. Jürgen, einmal oben, einmal unten. Einmal oben, einmal unten. Jürgen, sorry. Soll ich? Jetzt? Ich soll mal kurz schießen. Ach, du sollst schießen. Ja, dann mach mal. War doch toll, war doch spitze. Und noch mal. Ja, dieser schwungvolle,
Oh, der war fast, Katrin, fast drin. Also es bleibt bei 78 für den Moment, liebe Carmen. Viel wichtiger übrigens diese Nummer noch, die ich gerne noch mal sage. 0180 2 10 10 30. Das ist die Spendenhotline für die Deutsche Krebshilfe. Jürgen Drews ist als nächstes dran und er schießt. Er hat sich hier körperlich natürlich komplett verausgabt, der junge Mann. Noch einmal. Der hat sich schon die Klamotten vom Leib gerissen. Lautet die gute Nachricht, wir haben ein kleines Sauerstoffzelt vorbereitet. In dem werden wir jetzt 5 Minuten Herrn Drews noch mal parken und dann schicken wir ihn direkt hoch zu dir. Ja, er muss unbedingt hierher kommen. Vorher ja. zeigen wir noch ein paar schöne Treffer. Wir hatten ja da die F-Jugend von der ESG 9906 und die Kleinen, die nehmen das ja immer furchtbar ernst. Ist auch richtig so. Vielleicht können wir die Bilder noch mal haben. Hier haben sie abgeklatscht und dann der junge Mann. Achte mal auf den Blick, wenn er sie umdreht. So. Den habe ich versenkt. Und dann waren die Hollies da. Und es hat lange gedauert. Wir kennen ja die leichte Elfmeterschwäche der Engländer. Das hat Böses erahnen lassen. Aber an der Torwand haben sie sich dann zum Schluss doch nicht so schlecht angestellt. Also einen haben die auch getroffen hier. Nevin Subotic ist da. Und Olaf Thorn und der BVB heute Nachmittag mit 5:0 zu Hause gewonnen, Nevin. Erstmal, also diese kleine Blessur hier oben, das ist noch ein Andenken an Neapel. Wie müssen wir da hauen? Ja, das nur noch von Neapel. Aber da haben wir ja noch das Rückspiel, dann kann man das noch zurückzahlen. Sehr schön. Neben ein 5:0. Ich habe jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, nachdem heute Nachmittag hier große Proben waren, von dem Spiel nicht allzu viel mitbekommen. War das so klar, wie es klingt? Ja, das war ein sehr, sehr starkes Spiel von uns und Freiburg hat in der 45. Minute noch eine rote Karte kassiert und damit wirklich das Spiel aus der Hand gegeben. Wir hätten auch noch ein paar mehr Tore erzielen können, aber mit dem 5:0 sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden. Wenn man jetzt so ein Spiel am Samstagnachmittag mit 5:0 gewinnt, gehe ich mal davon aus, das Wochenende ist gerettet, egal was kommt? Ach, das Wochenende dient erstmal zur Regeneration, denn wir haben das schon ein wichtiges Spiel am Dienstag und müssen... Ach komm, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Du freust dich, dass jetzt Wochenende ist und dass ihr 5:0 gewonnen habt. So ist es doch. Ja. Ich freue mich natürlich sehr über den Sieg und über das, was hier heute im Abend geschieht, aber ich muss auch relativ früh nach Hause. Aber neben vorher musst du natürlich hier noch schießen. Genau. Du kannst dich schon mal in Position begeben. Olaf Thon ist einer, liebe Carmen. Der weiß, wie es funktioniert. Der hat im Sportstudio schon mal 4-mal getroffen auf die Torwand. Das ist richtig viel. Olaf, warum ist das so schwer? Also ich habe nichts verstanden, aber auf jeden Fall macht er das super. Nee, die Frage war eine ganz andere, aber die Antwort hat super gepasst. 4-mal getroffen, habe ich gesagt, im Sportstudio. Olaf Thon, einer der besten überhaupt jemals gewesen. Vielen Dank. Ich habe ja auch ein paar Mal getroffen, einmal 4-mal an der Torwand getroffen. Und, aber heute mit diesen Bällen ist es unheimlich schwierig, aber wir bemühen uns, wie wir können. Ja, der Ball ist ziemlich rund, ne? Das stört manchmal. Ja, Olaf. Katrin, 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 denk ans Sportstudio, die wollen pünktlich. Wir machen an dieser Stelle. Ihr seid dran, Carmen. Mach okay, weiter, wir müssen danke erstmal. So, und jetzt schauen, wo ist der Jürgen da? Jürgen Drews kommt um die Ecke. Ich glaube, er ist auch musikalisch treffsicher, das wissen wir, und lauffreudig ist er sowieso. Herzlich willkommen, Jürgen Drews. Das wird uns beiden gut tun.
Wenn du willst, nehm ich dich in den Arm, dann kannst du dich mal ausruhen. Wenn es dir dann zu warm wird, dann zieh mir einfach ein paar Sachen aus. Bevor dann die Sonne versinkt, bring ich dich wieder nach Haus. Komm, Blume, in deinen Haaren. Jeder weiß, wo wir waren. Doch das ist uns egal. Komm, Blume, in deinen Haaren. Jeder weiß, wo wir waren. Doch das ist uns egal. Ich bin nur noch am Trainieren. Danke für deinen körperlichen Einsatz. Hat mir Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Sag noch mal für alle, hast du getroffen, ja oder ja? Ja oder ja. Ich habe immer getroffen. Nein, ich habe ihn nachher reingelegt. Hast dich reingelegt. Aber okay. ich hab gut gespielt. Hat das einer gesehen von euch? Naja, auf jeden Fall hast du dir die Klamotten vom Leib gerissen. Das konnten wir sehen. Na, dann lass an. Das machen jetzt andere. Pass auf. Deswegen wollte ich dir sagen, du kannst zwar jetzt gleich dein Resultat verbessern gehen, aber vorher würde ich dir empfehlen, schau doch ruhig noch mal hier auf diese Bühne. Das kannst du dir nicht entgehen lassen. Und Sie, meine Damen, halten Sie Ihre Männer fest. Jetzt gilt die Devise, nur gucken, nicht anfassen. Ich bin verheiratet. Ja, das sowieso. Jetzt kommen Sie nämlich noch mal, meine Damen und Herren, unsere Gäste vom Lido de Paris, und Sie haben wieder deutlich wenig an, auch wenn es am Anfang nicht so aussieht. Bitte sehr. Das Lido de Paris, merci bien. Sehr schön.
eine Augenweide. Jetzt kommt was für uns Frauen zur Abwechslung mal. Ja, ein junger Mann. Also, wie ich schon sage, er ist jung, er sieht gut aus, er ist erfolgreich, er ist in Holland ein Superstar und er heißt Jan Smit. So viel dazu. Für uns Frauen wird er ja noch viel attraktiver durch so ein Foto. Gucken Sie mal. Er ist ein hinreißender Papa. Und der kleine Mann, der ist gerade mal 5 Wochen alt. Süß, oder? Aber noch was ich nicht wusste. Der ist ja mit Königs auf Du und Do, dieser Jan Smit. Gucken Sie mal, wir haben einen kleinen Film. Da pirscht er sich ran. An wen? An Maxima. Und Achtung, Willem Alexander kommt auch gleich noch um die Ecke. Hallo. Ich kann auf 5 Minuten nach der Hürde. Und die kennen den. Die kennen den gut. Die haben den erkannt. Sofort. Da strahlt er. Über Bedebacken. Super. Darüber wird zu sprechen sein gleich. Das verspreche ich Ihnen. Aber zunächst ein wunderschöner Song von ihm. Herzlich willkommen zum ersten Mal wieder bei mir in der Show, Jan Smit. Schon den ganzen Tag hier rum und schau aus dem Fenster, seh mich um, seh die Welt und die Menschen, da denk ich an dich. Was das auch ist, ich weiß, du bist von allen. Schon so viele ausprobiert, es ist viel geschehen und nichts passiert. Verdammt war ich frei, hab nichts gefühlt, verspielt. Und ich dachte, dass das die Regeln wären, denn mich festlegen lag unendlich fern. Jetzt will ich's und weiß, der Grund dazu bist du von allen. Mir gefällt das. Super. Herzlich willkommen. Kann ich bei dir irgendwas kaputt machen? Nee, ne? Ich bin da Spezi heute. Mit der Nummer gehe ich auf Tournee, sag ich dir. Du. So, mein Lieber, wir haben gerade dieses wunderschöne Foto gezeigt. Erstmal Gratulation von uns allen zu diesem kleinen jungen Mann, der dir im Moment sicherlich sehr fehlt. Ja, und da schläft wahrscheinlich uns. Ja. Hoffentlich. Ja. Und wir dürfen ihm aber auch gratulieren, wenn er hier ist, darf er auch mal eine Nacht durchschlafen.
auch ein Gewinn, ne? Das ist ein kleiner Glück, ja. Ja. Und da ist ja zu Hause ziemlich viel los bei euch. Das ist ja nicht nur der Zen, der da ist, sondern? Wir haben Fem, die ist 5 Jahre alt, Emma ist 2, fast 3 und Zen ist jetzt 5 Wochen alt. Mhm. Mit 27, dreifacher Vater. Jaha. Eine große Familie für so einen jungen Mann. Ihr seid sowieso in Holland, glaube ich, mehr Familienmenschen als wir hier in Deutschland. Hast du das gewusst? Nee, ist das ja so? Also bei uns in Deutschland kommen 1,3 Kinder pro Frau. Wie das klingt, hä? 1,3. Ich habe noch nie ein Komma 3 gesehen. Ne? Und bei euch 1,7. Woran liegt das? An euren kleinen Wohnwagen. Nehme ich mal an. Also, der ist jetzt nicht... Also brauchen wir eigentlich größere Wohnwagen? Nee, ich finde, das macht euch ja sehr sympathisch. Und dich sowieso. Ich habe doch gesagt, für uns Frauen ist das sehr attraktiv, wenn einer so ein Typ wie du so ein liebevoller Vater ist. Du, lass uns mal über Königs reden. Ich fand das gerade sehr spannend. Die sind ja so locker da drauf gewesen. Wo waren das? Maxima und Wilhelm Alexander, ja. Wir sagen es noch mal. Wo war das? Das war in China, in Peking. Bei den Olympischen Spielen. Mhm. Ich hatte da meinen Auftritt und die sind dann vorbeigekommen. Die wollten kurz Hallo sagen. Zu dir? Zu mir. Nee, ich sag doch, der ist ein Ernst? Richtiger Superstar. Ich habe heute in den Proben aus Versehen gesagt, ein Weltstar in den Niederlanden. Schön, ne? Weltberühmt in Holland. Ja, das in Holland. Würde ich sagen. Ein Superstar. Ja, klasse. Und wie sind die so? Erzähl mal. Die sind ganz nett und lustig auch. Mhm. Viel Humor. Sie und, vor allen Dingen, oder? Ja, sie mehr als er. Die hat ein tolles... Darf ich das nicht sagen? Doch. Er war vielleicht früher ein bisschen steif. Hm? Und seitdem Maxima jetzt mit ihm zusammenlebt, hat er mehr Temperament bekommen. Okay. Der sieht auch besser aus. Hat abgenommen und so. Das ist... Aber vergiss nicht, die sind König jetzt. Ganz, ja, aber trotzdem... Hat er abgenommen. Ja. Okay, okay. Also erzähl mal, bist du immer noch bei denen ab und zu mal so zu Besuch? Nee, ich durfte vor 2 Jahren bei die beiden zu Hause noch einmal essen. Die haben mich dann eingeladen mit noch 10 anderen Leuten. So einmal im Jahr haben die so einen Tag, wo die dann bestimmte Leute einladen. Und ich war dann einer davon und habe dann 3 Stunden lang an einem Tisch mit Maxima gegessen. Kannst du mich da nicht mal mitnehmen? Ich finde die so toll. Ich würde auch gerne mal bei Königs auf dem Kaffee. Ich habe es mal in Schweden versucht bei Silvia, die hat nicht aufgemacht. Wieso denn? Ich weiß nicht, ja, konnte sie ja noch nicht fragen. Alter Schwede. Alter Schwede? Ja. Aber du kannst das doch in Holland mal probieren. Ich rufe die mal an. Ja? Natürlich. Ruf sie mal, sagst du mir Bescheid? Also du, ich meine das ernst. Du denkst, ich mache einen Witz, ne? Nee, aber das nächste Mal, wenn ich Maxima sehe, frage ich, ob du vorbeikommen kannst. Okay. Ja. Ich nehme ihn beim Wort. Oh. Also versuchen kann ich's. Ja, mehr kannst du ja nicht machen. Okay. So, ihr habt was anderes versucht heute. Ihr, damit meine ich dich, und eine wunderbare Künstlerin. Ihr habt nämlich etwas gemacht, was ich mir so oft wünsche von den Gästen, die ich eingeladen habe. Nämlich mal was zu kreieren, was es nur in dieser Sendung zu sehen und zu hören gibt. So geschehen. Die jungen, dynamischen Künstler haben gesagt, wir schließen uns zusammen zu einem Duett. Und das, was wir jetzt hören, ist, glaube ich, live. Ja, live gesungen. Das ist ein exklusiv. Lied von meiner neuen CD. Jetzt in Duettform. Ja, genau. Exklusiv. Nur für diese Show gibt es dieses Duett. Sonst noch nicht irgendwo gepresst, aber kommt vielleicht noch. Herzlich willkommen zurück, Maite Kelly, gemeinsam mit Jan Smit. Ich ertapp mich, wie ich an dich denk, aber du hast mich einmal berührt und ich wusste ganz klar, ich verschenk noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich kann sowieso niemals mehr zurück. Die beste Chance liegt immer in diesem Augenblick.
noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich wollte doch nie mehr besiegbar sein. Doch jetzt steh ich auf und setz es ein. Noch einmal mein Herz. Darum geb ich's noch einmal. Yeah, yeah, yeah. Jetzt steh ich auf, jetzt steh ich auf. Oh, 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 oh. Noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich wollte doch nie mehr besiegbar sein. Doch jetzt steh ich auf und setz es ein. Noch einmal mein Herz. Danke, Maite Kelly und Jan Smith. Vielen, vielen Dank. Und für Sie, meine Damen und Herren, nochmal die Erinnerung. Rufen Sie an, spenden Sie mit zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Unsere Nummer ist die 0180 210 10 30. Und wenn Sie jetzt sagen, ich finde das ja toll, dass mit dem Geld geforscht wird, aber kommt es denn auch den Menschen zugute, die es dringend brauchen, die vielleicht durch eine solche Erkrankung in finanzielle Nöte kommen, dann kann ich Ihnen sagen, konkreter geht das gar nicht. Direkter kann man das gar nicht machen. Und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, am Beispiel einer jungen Frau, stellvertretend sicherlich für viele Familien, denen es so geht. Und diese junge Frau, die haben wir kennengelernt schon mal vor 5 Jahren. Da war sie bei uns in der Show. Und schauen Sie sich an, ein bisschen was aus ihrer Geschichte. Ich bin Claudia Markbart, komme aus Bernau und ich habe im Dezember 2006 meine Diagnose zum Brustkrebs bekommen. Ich habe immer gedacht, mit 25 kann einem sowas nicht passieren. Und als ich die Diagnose dann in dem Alter bekommen habe, das war so schockierend. Man fällt in so ein richtig tiefes Loch und denkt, wieso mir, warum passiert mir das? Mama ist von einem Tag zum anderen ins Krankenhaus gekommen. Und das war schon ein Schock für uns, weil wir Angst hatten, dass sie stirbt. Meine Kinder waren ja noch klein gewesen, waren 2 und 3 Jahre alt. Wir waren glücklich. Und dann, als die Diagnose kam, ist für mich eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr für meine Kinder da sein kann. Und ich wollte nicht, dass meine Kinder jemals woanders aufwachsen müssten. Und das hat mir, glaube ich, die ganze Kraft gegeben, um das alles zu schaffen. Es war eine schwere Zeit. Die Krankheit war eine ganz schwere Zeit für mich. Aber dann so nach der OP und nach der Bestrahlung fing ja irgendwann auch wieder so ein bisschen das normale Leben an. Als Mama aus dem Krankenhaus kam, das war einfach ein tolles Gefühl, weil da konnten wir wieder bei Mama sein. Das war einfach wunderschön. Und dann ja, hat sich das einfach so ergeben, dass dann nochmal kam, Mensch, jetzt nochmal einen kleinen Nachzügler. Mal gucken, ob das nochmal gehen würde, ob das klappt. Ja, und das hat ja auch sofort funktioniert. Also das ist wie so ein kleines Wunder. Also man kann auch trotz der Krankheit noch ein Kind bekommen und eine Familie gründen. Meine Kinder bedeuten für mich einfach alles. Ihre Situation.
Und heute Abend ist sie bei mir, Claudia Marquardt, und darüber freue ich mich ganz besonders. Ja. Wirklich, dass ich sie so sehe, dass sie so schön aussehen, dass sie so strahlen. Ja, und dass ich ihre Kinder gesehen habe, wie die in diesen Jahren gewachsen sind. Und die sind alle so glücklich. Und die sind heute auch hier. Chantal ist da, da ist sie, da strahlt sie. Und Charlie ist da. Und die kleine Charlotte, die ich heute Nachmittag schon kennenlernen durfte, die schläft wahrscheinlich schon, ne? Genau. Und da haben Sie gerade richtig gesagt, das ist eigentlich wie ein kleines Wunder. Also jedes Baby ist ein kleines Wunder. Aber in Ihrem Falle, wenn man so krank war und wenn man durch so eine harte Therapie gegangen ist, dann ist es nicht selbstverständlich, ne? Nein, schwanger zu werden noch mal, richtig. Ne? Das ist wie so ein kleines medizinisches Wunder, dass man dann noch mal ein Kind bekommen darf. Genau. Und jetzt seid ihr glücklich zu dritt. Richtig, glücklich. Also mit drei Kindern, ja, meine ich. Drei Kinder und die Mama natürlich dazu und die Freunde und die Familie und alle beieinander. Genau. Liebe Frau Marquardt, ich habe gerade gesagt, natürlich können sich viele Leute gar nicht vorstellen, was sich im Leben außer dieser Angst, die man bekommt, wenn man eine solche Diagnose hat, außer den Strapazen, die diese Therapie mit sich bringt, was da noch alles dranhängt. Sie waren alleine mit den Kindern und die Deutsche Krebshilfe hat Ihnen beispielhaft geholfen. Was haben die für Sie gemacht? Die haben mich finanziell unterstützt mit der, mit dem Härtefonds, den sie dort haben. Und das hat mir persönlich sehr weit geholfen. Mhm. War mir eine große Hilfe. So konnte man sich auf andere Sachen wieder mehr konzentrieren und war die eine Sorge wenigstens los gewesen. Mhm. Also die Hilfe bestand zum Beispiel auch darin, dass sie jemanden zu Hause hatten, der sich um den Haushalt auch ein bisschen kümmern konnte. Um die Kinder. Mhm. Ne? Nicht immer ging es ihnen gut, dass sie sich darum kümmern konnten. Und wenn Sie heute unseren Zuschauern aus Ihrem eigenen Erleben etwas Wichtiges sagen würden, in Verbindung mit der Telefonnummer, was wäre das? Was läge Ihnen sehr am Herzen? Ich würde Sie bitten, alle zu spenden. Und wenn die Spende noch so klein ist, dann die Hilfe brauchen diese betroffenen Menschen ganz besonders dringend, damit sie wenigstens eine Sorge in ihrem Leben los sind und sich ganz auf ihre ihre Genesung konzentrieren können. Die Nummer vielleicht noch? Die Spendennummer? Die Nummer ist die 0180-210-1030. Vielen Dank. Bitte schön, gerne. Und ich glaube, das ist angekommen. Und das Beispiel von Ihnen macht wirklich Mut, dass viele Menschen zu Hause sehen, dass man helfen kann. Und dass all das, was wir hier tun, dass das wirklich direkt an die Menschen geht, die unsere Hilfe ganz dringend brauchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, bleiben Sie gesund. Natürlich. Bleiben Sie glücklich, Ihre Kinder. Und ich würde mich freuen, Sie irgendwann mal wiederzusehen. Natürlich, Sie gerne. Sind eine tolle, tapfere Frau. Ich weiß, das war jetzt gar nicht so einfach. Ja. Alles Gute Dankeschön. Für Sie, Frau Marquardt. Ja, liebe Zuschauer, was macht man eigentlich, wenn man auf einem Bauernhof groß wird und nicht wirklich Bauer werden möchte? Ja, da hat man die Möglichkeit, sich einen Zylinder aufzusetzen, sich einen Frack anzuziehen, eine tolle Idee zu haben, nach Berlin zu gehen und zu hoffen, dass man damit dann Karriere macht. So geschehen mit unserem nächsten Gast. Heute ist er einer der besten und begabtesten Sänger, den wir in Deutschland haben. Und den lieben wir, aber nicht nur wir, sondern wir teilen diese Liebe mit vielen, vielen Fans von ihm in anderen Ländern. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist mit seinem wunderbaren Palastorchester, der einmalige Max Raabe. Alles tut ich allein, ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's einen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küsse kann man nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnis
Späße kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Sie schwingen Reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirmspringen, Gewichte heben, Pflaster kleben in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Lasst mich rein, ich hör Musik. Ihr spielt ja grad mein Lieblingsstück, ich hör Musik. Ich hoffe, ich hab noch nichts verpasst. Ich feier mit, wenn ihr mich lasst. Ich hör Musik. Jetzt bin ich drin. Hier ist es noch viel schöner. Das ist Berlin. Eng wie im Container. Mal sehen, was noch geschieht zwischen Wannsee und Marzahn. Und wieder fängt das Lied von vorne an. Lasst mich rein, ich hör Musik. Ihr spielt ja grad mein Lieblingsstück. Ich hör Musik. Ich hoffe, ich hab noch nichts verpasst. Ich feier mit, wenn ihr mich lasst. Ich hör Musik. Max Rabe und sein Palastorchester, immer wieder großartig, oder? Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, am vergangenen Montag, da hat uns ein Mann verlassen, den wir wirklich alle sehr ins Herz geschlossen hatten. Er war ein Vollblutmusiker, einer, der sich quasi schlafwandlerisch sicher zwischen allen Musikrichtungen bewegte und der von Musikern und Kollegen, egal aus welcher Richtung sie kamen, hochgeschätzt wurde. Seine besondere Liebe, die galt dem Jazz und dem Swing. Er war auch oft hier bei uns in dieser Sendung zu Gast und wir nannten ihn alle ganz liebevoll den Mann am Klavier. Die Rede ist von Paul Kuhn. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier. Sagen Sie ihm, es wär von mir, es wär von mir, dafür noch ein Bier. Geben Sie dem Mann am Klavier. Paul Kuhn, wir werden ihn vermissen. So, liebe Zuschauer, wir hatten heute hier eine große Aufgabe, alle miteinander. Wir waren heute hier angetreten, um die Deutsche Krebshilfe bei ihrer wichtigen und, wie ich finde, zutiefst menschlichen Arbeit zu unterstützen. Und ich denke, das ist uns ganz schön gut gelungen. Erstmal, Katrin, Respekt.
verneige mich vor deinem Einsatz. Das war nicht so leicht da draußen in dem großen Getümmel. Du hattest das alles gut im Griff. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, hier unsere Profis. Ihr habt euch mächtig ins Zeug gelegt. Unsere Fußballer aus Essen sind alle da, kommen hier auf die Bühne. Unsere Künstler haben alle mitgemacht. Großartig. Großen Applaus zunächst. Ich möchte nur kurz zeigen, Carmen, dass wir wirklich bis zuletzt alles gegeben haben. Und vielleicht kann die Kamera das mal einfangen, das Innenleben meines Fußballs. Also, den wir konnten dann auch nicht mehr weitermachen. Gekonnt zerlegt, wunderbar. Der ist aber schön. Ist Ihnen das schon mal passiert, irgendjemandem von euch? Ja, schon ein paar Mal. Nein. Ist schon ein paar Mal passiert. Ist schon ein paar Mal ich glaube, einmal hat Daniel van Bulten Freistoß geschossen und da ist das genau das Teil so kaputt gegangen. Ich freue mich übrigens, dass ich einmal neben so einem Meister hier so stehen darf. Neben Subotic. Ehemaliger Meister, ja. Naja. Nee. Sie sind ja sowieso ein sehr engagierter junger Mann. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie eine Menge tun für Menschen, die anderer Menschen Hilfe brauchen, ne? Ganz genau, ich leite meine eigene Stiftung, die Nevin Subotic Stiftung, und versuche dadurch, Kindern in den ärmsten Regionen der Welt ein Stück weit zu helfen. Gerade versorgen wir sie mit Wasser, das ist nämlich das Wichtigste im Leben, und wir sind da dafür zuständig. Ein Vorbild. Vielen Dank. Danke. Großartig. Machen Sie weiter. So. An dieser Stelle, Katrin, kommt jetzt die alles entscheidende Frage. Du darfst jetzt verkünden. Wie viele Treffer wurden heute erzielt? Es waren 96. 96 Mal habt ihr getroffen. Wow! Das macht mal 548.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Nur von den Fußballern. Vielen Dank an die Vereine und natürlich auch an unsere prominenten Fußballer. Jetzt hat sie sich so eine Mühe gegeben und hat das ausgerechnet. Ne? Also hat gesagt, wie viel waren es? 96? Genau. Müssen 48.000 Ja, haben, jetzt hast du so eine Mühe dir gegeben, hat gedacht, 96, 2 im Sinn, durch 2, wie viel ist das dann? Ich darf dir was anderes sagen. Was denn? Ja, und zwar, dieses Geld, was der Deutschen Krebshilfe zur Verfügung gestellt wird, kommt von einer anonymen Spenderin aus Baden-Württemberg. Sie möchte nicht genannt werden, aber so viel dürfen wir sagen. Sie unterstützt seit Jahren sehr zuverlässig die Arbeit der Deutschen Krebshilfe. Und sie hat die Sendung gesehen. Es hat ihr so super gefallen, dass sie erhöht. Und für jeden Treffer gibt es 1.000 Euro. Ach komm! Nicht schlecht, oder? Ja, das ist ja fast 100.000. Ja, super. Und jetzt kommt der große Moment. Jetzt bitte ich den Präsidenten der Deutschen Krebshilfe, Dr. Fritz Pleitgen, noch einmal zu mir. Also das ist ja schon ein schönes Ergebnis, oder? Dankeschön. Ja, sehr gut. Kommen Sie in unsere Mitte, denn jetzt ist der spannende Moment. Jetzt erfahren wir das vorläufige amtliche Spendenergebnis von Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause, die Sie uns während der Sendung angerufen haben. So, los geht's. Spannung bitte. Ich weiß es auch noch nicht. Ja, genau. Oh. €3.649 zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Ja. Jetzt darf ich den Präsidenten fragen, sind Sie zufrieden? Ja, außerordentlich. Das Ergebnis ist ja noch übertroffen worden vom letzten Jahr. Also dank der engagierten Zuschauer, dann dieses Team. Also ich habe noch nie in einem so tollen Team mitwirken dürfen. Ich habe leider wenig zu diesem Erfolg beigetragen, aber 2 künstliche Gelenke werden mir das nachsehen. Ne? So, ich darf mich aber auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Das war ein wunderbarer Abend. Sie haben das toll gemacht. Sie haben die Menschen mitgenommen. Sie haben sie berührt. Also es war eine hinreißende Veranstaltung. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen und dem gesamten Team. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Und darf ich auch noch dem Publikum ganz herzlich danken, den Spenderinnen und Spendern in ganz Deutschland. Sie tun wirklich ein gutes Werk.
Und ich darf Ihnen sagen, es gibt auch noch andere, die dort mitmachen. Es gibt die besten Krebsspezialisten, ob Mediziner oder Forscher, die unentgeltlich die Krebshilfe unterstützen und die verdienen auch einen großen Applaus. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank fürs Kleidchen. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich natürlich auch bei unseren Künstlern allen bedanken. Die haben natürlich auch alle mitgemacht, die waren ganz eifrig dabei. Und da sagt man gerne Danke für die Musik oder wir sagen es mit André Rieu, Thank you for the music. Bitte schön, Meister. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen, danke für die Musik, danke fürs Spenden. Sie können noch anrufen, bis 0 Uhr sind die Telefone geschaltet oder morgen am Sonntagvormittag von 9 bis 13 Uhr. Wir sehen uns wieder in genau 4 Wochen am 26. Oktober, dann sind wir in Magdeburg mit Helene Fischer, Howard Carpendale, mit David Garrett, mit Nadja, die sich sicherlich freut. Und ich sage viele Grüße nach Mainz, ans Heute-Journal und auch ans Sportstudio. Die Katrin hat mir heute geholfen, 5 Minuten zu überziehen. Tschüss. Ja, bitte dranbleiben. Es gibt ein tolles Abendspiel. Sven Voss, schöne Grüße. Überraschung.